Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Mein Tipp: Bringen Sie jetzt im Herbst, der eine besondere Jahreszeit ist, etwas von diesem herbstlichen Zauber auf Ihren Balkon, Ihre Terrasse und in Ihrem Garten. Manche Waschzuber, vielleicht Korb oder auch Terrakotta-Töpfe, kommen jetzt zu herbstlichen Ehren. Es gibt eine ganze Palette von Pflanzen, die die Seele berühren. Eine davon ist die sogenannte Aster. Aster heißt diese Pflanze drum, weil sie tatsächlich auf den Begriff Stern hinweist. Und wie Sterne blühen diese Pflanzen. Sie sind vollkommen problemlos. Allerdings ziehen sie Hunderte von Bienen an. Und das ist ja wertvoll, weil wir sollten ja auch auf die Bienen in unserem Lande achten. Und noch etwas. Wenn die Aster verblüht ist, scheuen Sie sich bitte nicht, mit einer Schere die Pflanze radikal zurückzuschneiden. Aber es gibt noch andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Sonnenblume. Dire le soleil, sagt der Franzose. Halte dich an die Sonne. Und die Sonnenblume richtet wirklich ihr lachendes Blumengesicht nach der Sonne aus. Sie überzeugt jetzt. Also Sie sollten aber diese Sonnenblumen wirklich nur im Freien setzen. Interessant sind auch die Lampionsblumen mit ihren vielen Farben, opulenten Pracht. Aber auch eine Pflanze will ich Ihnen ans Herz legen, die eigentlich bei uns in Ungnade gefallen ist. Früher wurde sie sehr viel gesetzt. Das sind die Eriken. Eriken bedecken den Boden, verhindern, dass Unkraut aufkommt. Sie sind eine Pflanze, die geradezu eine Pionierpflanze ist. Die Eriken wachsen dort, wo sonst fast nichts mehr wächst. Ich denke an die Bergregionen, ich denke aber auch an die Geestlandschaft am Meer. Und die Eriken sollten Sie nach der Blüte ebenfalls zurückschneiden und Sie beanspruchen einen sauren Boden. Also, eine Vielzahl von Pflanzen, bringen Sie etwas von dieser Stimmung, von dieser botanischen Stimmung in Ihr Haus. Und denken Sie auch daran, mit Kürbissen, Früchten können Sie wirklich den Hausangang attraktiv überzeugen. Mit einer romantischen Laterne und Kerzenlicht geben Sie noch besondere Accessoires, die dann überzeugen und die dafür eine Stimmung sorgen, die uns den Herbst richtig genießen lässt.